Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crash Bash. Wir sind in Polar Panic und haben vor, das Goldrelikt zu holen. Und lustigerweise funktioniert es nicht. Ist doch nicht möglich, ey. Ja, natürlich, du Bitch. Ich könnte dich so aufessen. Mann. Ich hab's noch nie geschafft, aber ich glaube, gleich geht mein Controller zu Bruch. Echt. Das Spiel hat definitiv dieses Potenzial. Nee, echt nicht. Das kann nicht wahr sein. Ich dachte eigentlich, ich hätte mich im Laufe der Crash-Projekte beruhigt. Was die Rages angeht, aber ich glaube, gerade hat sich das alles wieder regeneriert. Jetzt kommt alles hoch, was ich vielleicht in Crash Transcendity und fortfolgenden Projekten unterdrückt habe. Jetzt kommt alles hoch. Das ist doch so zum Kotzen, ey. Wer lässt sich denn so ein asoziales Spiel einfallen? Wer? Eurocom und blablabla. Universal Interactive Studios. Die Säcke! Die fallen aber auch nicht runter, die Krücken, ey! Ja, lustig, du bist saugroß. Ist einfach nur eine Nutte, weißt du? Ach, Mann. Seit Naturgewalt, ne? Ich hasse dich. Ich hab dich auch schon vorher gehasst, aber seitdem. Ich will deinen scheiß Kopf abreißen, ey. Gelbhaariges Etwas. Da! Das ist eine Befriedigung. Diese dumme Sau einfach so runter, ey. Und es bringt mir nichts, weil der fette Dingo noch drauf ist. Ja, super! Das freut mich aber. Ach, Scheißdreck! Mann, jetzt schaffe ich nicht mehr die erste Runde. Ist das geil! High Time! Ich glaube, hier muss man echt high sein für dieses Scheißspiel. Mann, ey. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Und sowas soll ich auf YouTube laden. Euer Ernst. Das kann man doch keinem antun. Boah, ich krieg dezente Kopfschmerzen, ja. Natürlich, ich habe keine Power und ich muss mich gegen dieses kleine Mädchen wehren und kann es nicht. Ja, ist das witzig. Ja, ist klar, ich kann mich überhaupt nicht wehren. Ich hatte doch schon 50 mal Energie. Und die hätte gar keine haben dürfen. Ja, ich weiß, die haben Zweifachboost. EcoBoost-Motor. Motor. Im Wert von 70.000 Euro. Wir verlosen gleich drei an einen Gewinner. Wir sind im Schlag den Rab und asozial. Ach, Mann. Scheißdreck. Eigentlich mag ich Schlag den Rab, aber da kann ich mich auch immer aufregen hier. Mann. Jan, lauf doch weg, du Schlampe hier von Cortex. Gut. Am Ende habe ich den doch sowieso nicht. Und am Ende falle ich auch nicht runter. Weil die nutzt sich erstmal irgendeinen anderen Heini von euch aussucht. Ja, und dann ist es zu blöd, den runterzukriegen. Dumme Sau. Flieg selber runter, du Schlampe. Ja, ich fliege wahrscheinlich jetzt selber. Nee, echt nicht. Toll. Ist ja der Wahnsinn. Aber was habe ich denn beim ersten Sieg anders gemacht? Weil ich da so eindeutig gewonnen habe, im Gegensatz zu dem hier. Schon klar. Ja, brauch erstmal Ewigkeiten für Cortex, damit du nicht mehr zu mir kommst. Das war eine gute Idee. Komm. Auftauen, auftauen. Ja, danke. Ja. Das heißt auftauen. Ich war ja nicht gefroren, ich war ja grillt. So, runter mit dir. Runter, runter, runter. Ja! Ein Sieg! Der Wahnsinn! Jetzt darf der Zweite noch gleich hinterherkommen. Na, ich bin witzig, ne? Nee, komm, bitte, bitte, irgendwie, mach es möglich. Am besten stehe ich einfach nur dumm in der Ecke rum und warte auf die anderen, bis sie sich gegenseitig bekriegen. Das Problem ist, dass dann wahrscheinlich gar keiner runterfällt und dass dann die Zeit abgelaufen ist. Das ist schon mal eine gute Entscheidung. Mich groß zu machen. Runter. Ich werde die erste Nudel sein, die runterfällt, das sehe ich jetzt schon.
Ja, Coco ist klein. Das gefällt mir. Klein, ganz groß. Gut, dass da der Stein noch im Weg war. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon wieder unten gewesen. So, der Blitz. Das ist meine Chance, ey. Komm. Einfach alle verrecken hier. Und mir den Blitz geben. Das ist immer eine gute Entscheidung. Oh Mann, es war so knapp. Ich hätte es fast geschafft. In der Zeit. No, 18 Sekunden noch. Und die ist groß. Da kann ich also nicht viel gegen machen. Nein. Es war so klar! Scheiße! Nein! Das ist nicht mehr wahr. Ja, das ist eine Mischung aus Lachen und Heulen gerade, ey. Das gibt es doch nicht. Oh, ist mein Mikro überhaupt noch drin? Ja, ich laufe hier gerade mal ein bisschen blind rum und gucke auf meine Audacity-Tonspur. Tut sich ja eh nichts. Oh, Mann. Hätte dieser Scheißblitz noch eine Sekunde länger gehalten, wäre die Schlampe unten gewesen. Aber nein. Ich will das heute noch schaffen. Ich will das heute noch schaffen. Egal, ob ich hier 50 Parts dranhänge oder nicht. So, du fällst bitte direkt runter. Dich will nämlich sowieso keiner haben. Sei so lieb und hol mir meine Ersatzbatterie. Nee, mach dich nützlich, großer Bruder, und hol dir meine Ersatzbatterie. Ich bin scheiße. Geh zurück in die Küche, du Pissnelke, ey. Ja, jetzt werde ich ja derb sexistisch, nur wegen diesem gelbhaarigen Etwas. Das darf man nicht mal weiblich nennen. Einfach nur Scheiße ist das. Undefinierbare Scheiße. Ohne Geschlecht. Hätte Tiny sichtbare Geschlechtsmerkmale, dann würde der dich damit aber sicherlich schon längst vergewaltigt haben. Aber längst. Du hast es nämlich verdient. Du hast es einfach nur verdient, du Hure. Tschüss! Nimm dein Scheißgewicht, ich will's nicht. Dingo-Dial auch nicht. Komm, Dingo-Dial fällt so geil. Ja! Ja! Natürlich. Ist schon klar. Na, fickt euch doch. Ihr könnt mich doch alle mal, ey, ihr Säcke. Das Spiel ist so witzig, ey. Natürlich. Nein, 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 nein. Ist ja nicht so schwer. Wer hat mich in diesen Glauben versetzt? Wer? Runter mit dir, du Schlampe. Ich sagte runter! Runter! Kennst du den Begriff runter? Runter von der Scholle! Ja, gib her. Na, da springe ich daneben, ist klar. Ja, gut positionieren, wunderbar. Schön nacheinander. Sehr gut. So, und das bitte noch einmal. Das wäre ziemlich geil. Leute, das ist der erste Warproom. Und das sind Goldrelikte, nicht mal die Platinrelikte. Alter Vater. Was habe ich mir da aufgeladen? Ich glaube, ich ändere die 2 beim 200% ganz dezent durch eine 1. Dann habe ich die bald erreicht. Ja, grillt euch doch selber. Ihr schubst mich ja sowieso nicht als erstes runter. Ja, dann ist ja noch zu blöd, einen runter zu schubsen, die dumme Sau. Oh, das ist dann das Ärgerlichste daran. Weil dann immer noch alle 4 oben sind. Da kommt direkt nochmal der Blitz. Ja, diesmal kriege ich ihn aber bitte. Ich kann damit nämlich was anfangen.
Kriegst zwar auch nicht alle runter, aber wenigstens ein paar. Und nicht gar keinen. Ich revidiere meine Aussage. Es war das Beste für uns alle, sind wir uns, glaube ich, einig. Und wieder bei Null anfangen. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Du, was sagst? Witzig. Tolles Spiel. Mann! Scheiß blondes Nutschen, weiß ich. Einfach abhauen, einfach alle sterben hier. Nee, aber wäre Coco nicht so blöd, ne? Und hätte wenigstens schon mal ein paar runtergeschmissen. Ach Mann, jetzt bin ich so blöd! Mann! Ja, und dann mache ich selber so einen Rotz. Das ist dann auch noch am bittersten. Wenn ich dann selber noch dafür verantwortlich bin, was ich sowieso 99% der Todesfälle hier bin. Wo ich dann aber auch wenigstens einsehe. Warum ist 2012 nicht einfach die Welt untergegangen? Dann hätte ich hier dieses Spiel nicht mehr let's played. Ach, Mann! Ist das ärgerlich. Runter! Sagt er runter! Nicht du! Slippery Climb lässt grüßen. Selbst da habe ich mich nicht so aufgeregt wie hier, aber das war eigentlich sogar schon klar, dass das passiert. Es ist das zweite Level dieses Spiels. Das Level, das Spiel hat insgesamt 30 Level. Nein, mehr sogar. Ich dachte jetzt 30 wegen 6 Warp Rooms, 5. Dann wäre ja, wären das trotzdem nur 25. Ja, aber um die 30 dürfte, glaube ich, sogar hinkommen. Weil es ja öfter mal mehr als 5 in einem Warp Room sind. Es hängt bei 4 an, dann geht es zu 5, 6, 7, 8 oder irgendwie so in der Richtung. Naja, wenn ihr Bock habt, rechnet es mal aus oder ihr wisst es, was weiß ich, aber... Es sind auf jeden Fall einige und ich bin jetzt gerade im zweiten Level beim Goldrelikt und scheiter schon derbst. Ich glaube, nach dem Part höre ich dann aber trotzdem auf. Weil ich da auch nicht denke, dass es produktiver wird. Sollte ich das schaffen, ist es natürlich eine andere Sache, aber... Es sieht nicht danach aus, als würde es hier mal wieder was Produktives geben. Oh, das Beste ist, das ist ja gerade mal das Goldrelikt, ne? Hier muss ich dann auch noch das Platinrelikt irgendwann holen. Das wird dann das Allerwitzigste daran. Damals habe ich auch Ewigkeiten gebraucht, um überhaupt die 198% zu holen mit meinem Vater, das weiß ich auch noch. Aber da hat es wenigstens irgendwann mal geklappt. Die Frage ist, wann das geklappt hat, das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Ja, der Blitz bringt uns jetzt auch nichts mehr. Wie vieles Geld kann sie jetzt auch nicht mehr retten. Weißt du doch. Ja, super. Das habe ich auch bemerkt, dass ich versagt habe. Meine Erziehung hat versagt hier. Zur Verzweiflung werde ich gleich einfach singen. Ich weiß noch nicht was. Irgendwas, was zu meiner Lage passt. Ich weiß noch nicht, was passt. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Ach, Mann. Ich könnte so kotzen, ey.
Ach, das dauert noch Jahre, wenn es dann überhaupt mal irgendwann funktioniert. Ach, Mann. Ich meine, ich habe ja hier schon derbste Probleme bei der ersten Runde. Bei Crash Ball, da war es wenigstens noch so, dass ich die erste Runde eigentlich immer ziemlich locker geschafft habe. Aber hier schaffe ich nicht mal die erste. Das ist ja schon Glück, wenn ich das schaffe. Da freue ich mich ja schon einen Ast ab. Und dann die zweite noch da. Ah, nee, das geht ja dann gar nicht. Manchmal sind die aber auch einfach derbs widerspenstig und manchmal dann einfach nicht. Und ich habe noch nicht ganz durchblickt, wann was der Fall ist. Okay, hier Dingo und Coco können, glaube ich, wirklich zweimal boosten. Weil die irgendwie immer nur die halbe Energieleiste leer kriegen, wenn die hier einmal boosten. Oder irgendwie so. Ja gut, das bringt jetzt auch nichts mehr. Dingo, runter. Runter mit dir. Runter. Ja! Er hört auf das, was ich sage. Was ist das denn? Ja, so kann es weitergehen. Wird's aber nicht. Das weiß ich ebenfalls. Ich bleib jetzt einfach mal stehen erstmal. Ich kann nicht stehen bleiben. Nein! Oh, ich wäre besser stehen geblieben! Nein! Nein! Ach, und dann mache ich nur Rotz. I follow you, deep sea, baby. Passt das nicht irgendwie? Ich fall ja gar nicht runter, Deep Sea oder so, ne? Überhaupt nicht. Obwohl, eigentlich passt das Lied ja gar nicht, weil ich folge ja niemandem. Ich bin ja der Anführer, der freiwillig runterfällt. In den meisten Fällen. So, eine noch, komm. Dich habe ich gerade auch einfach so runtergeputzt. Wieso jetzt nicht? Wieso jetzt nicht, komm. Tu mir den Gefallen. Tu mir den Gefallen. Nein, nicht mich, nicht mich. Ja, gut. So, jetzt wieder ganz gechillt einfach runter. Jetzt leistet er wieder viel, viel mehr Widerstand. Ich weiß nicht, wieso. Und gerade einfach mal gar nicht. Kam das unerwartet oder was? Das macht keinen Sinn. Ach, ist das toll, das Spiel ist so geil. 3, 2, 1, los. Wieso guckt ihr euch das noch an? Das ist meine ehrliche Meinung. Das ist doch nicht mehr möglich. Gibt's hier irgendwelche Cheats oder sowas? Ich hätte gerne welche. Oder wenigstens hier so Save States, dass man nach dem ersten Sieg mal speichern kann oder so. Dass man wieder neu laden kann. Wäre schon ziemlich genial. Vor allem bei Platin-Delikten wäre das dann natürlich später genial. Aber ne. Wir spielen jetzt ja ganz legal auf der PlayStation 2. Da jedet sowas ja nett. Ist das toll. Ach du Nutte. Das ist doch schon gar nicht mehr feierlich. Ja, ist es schon seit dem ersten Part nicht mehr. Wie ich dieses gelbhaarige Viech doch hasse. Fallen auch gerade keine passenden Lieder zu meiner Gefühlslage ein. Ach, Mann! Her damit! Ihr könnt aber da eh nichts anfangen, habe ich festgestellt. Ja, Stingodile und zu mir kommst du erst gar nicht mehr. Einverstanden? So ist schön, so ist brav. So ist nicht brav, so ist brav, so ist brav, so ist brav. Nein! Ah, ich bin noch nicht tot, ich bin noch nicht tot. Ich habe noch eine Chance, gut. Ah, das Gewicht, okay, okay, okay. Das kommt noch hin von der Zeit, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut.
Du gewinnst. Sehr, sehr gut. So. Was sind das überhaupt für komische Nordlichter? Naja. Das ist mir noch nie aufgefallen, um ehrlich zu sein. Noch gar nie. Aber die Szenerie erinnert mich gerade ein bisschen an Titanic. Okay, der erste ist weg. Der erste Pfosten ist weg und der zweite auch! Jawoll! Wir haben es geschafft! Ach, ich bin so heroisch! Geil! Ach, Mann, ich bin so ein Held! So ein Handheld. Dann bin ich aber die PS Vita höchstens. Ja, schubst die Coco schon weg. Nicht mich! Ach du Hurensohn! Hurensohn, ja. Vergesst einfach mal das Ende, du Spacko. Mach ich. Ich bin so toll. Nee, das ist nicht möglich, ey. Mann. Verdammt, ich will doch besser! Du bist ein... Deine... Ich kann den Text nicht mehr. Oh Gott. Das ist extrem. Radikal. Ein Muss. Diese Küche ist so leer und einsam. Sie ist nur eine Raffle, eine Raffle. Und einsam. Ach, ja. Werde ich gleich müde, ey. Was anderes kann man bei dem Spiel noch nicht werden. Lebensmüde bin ich ja hier offensichtlich schon. Ich mache ja die 200% Challenge. Das ist wirklich ein Leben wie Larry, ey. Cause baby, are you down, 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 down. Ja, ich bin gerade runtergefallen. Offensichtlich bin ich down. Mal wieder. Also, wer da nichts zu tun hat, zählt doch mal meine Tode in diesem ganzen Let's Play. Der Death Counter wird bestimmt über 10.000 schwenken. Komm. Tut mir den Gefallen. Für mich. Ihr habt ja sonst nichts zu tun hier. Ihr werdet ja sowieso nicht bemerken, wenn ich ein anderes Level hier betrete, weil es nie dazu kommen wird. Natürlich. Die anderen beiden hier wären einfach nur so schaulustige. Ja, natürlich. 3, 2, 1, los! Nein, das will jetzt gerade nicht so ein Versuch von wegen Slippery Climb. Ja, ich versuche es jetzt mal ohne irgendwas zu sagen. Vielleicht klappt es dann besser. Es ist einfach nur so, dass ich wieder gar nicht weiß, was ich sagen soll. It made me speechless. Aber nicht im positiven Sinne. Naja. Du Domina. Komm, das schaffe ich noch. Super, okay. Ich darf mich nur nicht mehr von der Schlampe wischen lassen. Jetzt nur noch runter mit denen. Nur noch runter. Ja! Ich habe mal wieder eins gewonnen. Ist ja der Burner, ey. Los!
Wieso mache ich sowas eigentlich? Das ist so sauriskant. Das ist bisher immer schief gegangen. Nein! Ich lebe noch. Ich lebe noch. Das ist wichtig. Ja! Okay. Ja! Zwei weniger, sehr gut, komm. Eine noch, komm. Irgendwie! Gott, mach es möglich. Mach es möglich, bitte. Ich flehe dich an. Fällt mir gerade noch ein tolles Lied ein, was zu meiner derzeitigen Lage passt. Impossible. Von James Arthur. Runter mit dem. Runter! Und nicht mit mir. Nein! Ich lebe noch. Das wird ein Unentschieden wahrscheinlich. Das bringt mir natürlich auch nichts, ich weiß. Bin ich genauso im Arsch. Oh, Mann. Du Sack! Wieder so ein 2 Sekunden tot. Wenn ich dich einfach runterschubse. Ja, wird nicht dazu kommen. Runter, du Sack! Mann! Nein! Wieso? Ach, komm schon! Du Trantüte. Ach, komm schon, Alter. Wieso nicht? Das ist böse. Ride it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. And my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I heard would be impossible. Das ist es leider wirklich. Komm einfach runter mit dir, du Sack. Komm schon. Mann! Und noch einmal genauso. Verdammt, genauso. Einfach runter. Dann wären es doch allen geholfen. Komm schon. Menno. Es wird nicht klappen. Ja, vor allem nicht, wenn es hier so hyper laggt. Wahrscheinlich legt es die ganze Zeit so und ich bemerke es einfach nur nicht. Das kann auch sein. Runter! Jetzt geht aber auch keiner freiwillig heute, ne? Komm, ich nehme hier ab. Nein! Nein!
Wer sagt's?